Sebastian, Derby-Sieg, eine ganz knappe Sache. Was geht denn dir vor? Ja gut, bin natürlich richtig stolz auf meine Mannschaft. Was sie heute nochmal rausgehauen hat, vor allen Dingen gerade in der zweiten Halbzeit, in der Schlussphase, war schon erstaunlich bemerkenswert und verdient ganz, ganz allerhöchsten Respekt. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Tabellenmäßig ging es ja für euch nicht so viel wie für Mutschelbach. Trotzdem hat man das Gefühl gehabt, ihr kämpft hier um den Aufstieg. Ja gut, ist so, wir haben das Hinspiel verloren und wir haben das Spiel eigentlich so in zweierlei Hinsicht gesehen. Zunächst mal eine Chance, unseren eigenen Fans, Zuschauern, all denjenigen, die da sind, zu beweisen, dass wir mithalten können mit diesen Mannschaften. Wir wollten unsere Serie ausbauen, wir haben aus den letzten 12 Spielen nur eins verloren und wir haben einfach wieder was gut zu machen gehabt, auch aus dem Hinspiel, wo wir 2-0 verloren haben. Und als ganz, ganz große Herausforderung gegen so einen starken Gegner einfach da zu bestehen. Und ich glaube, das haben wir mehr als bewiesen, dass wir das können. Wie konntet ihr euch heute durchsetzen? Was hat die Entscheidung gebracht? Ich glaube, dass wir am Schluss noch mehr zuzulegen hatten. Also ich glaube, gerade das letzte Drittel in der zweiten Halbzeit, da haben wir noch einige Körner gehabt. Und dann haben wir natürlich auch Spieler gehabt, die dann noch einiges zulegen konnten. Wenn man das letzte Tor sieht, was man da für einen Wille gesehen hat, was für einen Einsatz man da gesehen hat, dass man dann nochmal durchgeht und sich der Patrick Hull nochmal da durchtankt und dann den Ball querlegt. Fabian Gekle geht mit, hinterher schieben sie alle. Benjamin Kirchbauer als Doppeltorschütze von dem Spiel. Jeder hat heute seine Leistung gebracht, jeder freut sich für diesen Erfolg und wir haben ja nichts herzuschenken, sondern wir wollen unsere Spiele gewinnen und wir haben in der Hinrundephase gehabt, die nicht so gut war und haben aus dieser Phase, glaube ich, sehr viel rausgezogen, gelernt auch und wir wollen einfach das weiter bestätigen bis Runde Ende, dass wir eine gute Mannschaft sind und dass wir den Anspruch haben, mit diesen Mannschaften mithalten zu können und unsere Leistung einfach Woche für Woche zeigen wollen. Die Rückrunde habt ihr im Verhältnis zu der Hinrunde ziemlich erfolgreich gespielt. Du hast es ja schon angesprochen. Was hat die Veränderung gebracht? Ja, zum einen, dass die Mannschaft oder wir mit der Mannschaft zusammen einfach analysiert haben, was wir für Fehler gemacht haben. Durch Videoanalyse, durch Einzelgespräche, durch natürlich auch im Training Dinge aufgezeigt, die einfach nicht gut waren. Sei es jetzt die Rückwärtsbewegung, sei es die Abstände zwischen den einzelnen Ketten, sei es das individuelle Zweikampfverhalten. All diese Dinge haben wir angesprochen, haben sie in der Rückrundevorbereitung aufgegriffen. Aber nicht nur in der Rückrundevorbereitung, sondern schon gegen Ende der Hinrunde hat man ja gemerkt gehabt, dass es aufwärts geht. Es war natürlich auch nicht einfach für uns, nachdem wir letztes Jahr kurz vor knapp gescheitert sind an der Relegation. Wir haben sehr viele junge Spieler im Kader, die aus dieser Situation natürlich auch lernen müssen. Und da haben wir einfach eine Phase gehabt von 8 Spielen, wo man nicht gewonnen hatte. Und wir wollten jedem beweisen, dass wir das besser können. Und ich glaube, in der Rückrunde sind wir ganz gut dabei, das unter Beweis zu stellen. Die letzten Spieltage, wie wird es jetzt weitergehen für euch? Ja gut, wir wollen auch versuchen, die kommenden Spiele erfolgreich zu gestalten, um einfach auch mit diesem positiven Gefühl in die Pause zu gehen und dann mit diesem positiven Gefühl auch wieder in die neue Vorbereitung zur nächsten Saison starten zu können. Weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bei unseren Fans bedanken für die Unterstützung, die wir über die ganze Runde bekommen haben, auch in der Phase, wo es nicht so lief. Und wir wollen uns einfach das selber beweisen, dass wir das können. Und das ist die ganz große Stärke dieser Mannschaft, dass die Mannschaft so dermaßen ehrgeizig ist und auch stolz ist und diesen Stolz einfach jede Woche zeigen will, dass wir unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen wollen. Und das wollen wir natürlich auch in den letzten Spielen machen, ganz klar. Du hast vorhin gesagt, also als wir uns kurz unterhalten haben, dass du jetzt schon im 6. Jahr Spielertrainer hier in Langensteinbach bist. Wird man da nicht irgendwann müde und hat man da nicht irgendwann Lust auf neue Aufgaben? Also müde bin ich nicht. Ich bin voller Tatendrang. Ich habe schon mal gesagt, wenn es mal eine Phase gibt, wo wir keinen mehr draufsetzen können, wo wir keine Veränderungen mehr bringen, wo wir stillstehen, dann wird es Zeit für mich zu gehen. Aber wir stehen nicht still, wir schaffen es jedes Jahr voranzugehen, wir schaffen es jedes Jahr einen Punkt zu ergänzen, zu verbessern. Das ist mein Anspruch, das ist der Anspruch vom Verein, das ist auch der Anspruch von den Spielern. Und diesem Anspruch will ich einfach gerecht werden. Es ist sicherlich nicht einfach nach 6 Jahren,
weil man sich immer wieder weiterbilden muss, weil man immer wieder auch neue Dinge bringen muss, dass das Ganze nicht einschläft. Aber das ist mein Anspruch an mich selber auch, diesem gerecht zu werden, meinen Spielern gerecht zu werden, der Mannschaft, dem Verein gerecht zu werden. Und das ist einfach den Ehrgeiz, den habe ich in mir. Und ich will einfach versuchen, diese Aufgabe so gut es geht zu bewerkstelligen. Und solange wir erfolgreich sind, solange es immer einen Schritt vorausgeht, bin ich sehr zufrieden hier, fühle mich wohl in Langensteinbach. Es ist ein sehr familiäres Umfeld. Ich habe jegliche Unterstützung, sei es privat, sei es sportlich. Die komplette Mannschaft ist super intakt. Wir haben großen Spaß miteinander. Wir haben jetzt mit diesem Sieg die Grundlage für einen schönen Abend gelegt. Und ich glaube, wir werden heute Abend einen ganz, ganz großen Spaß zusammen haben. Abschlussfrage. Ich habe mitbekommen, dass ihr eine seltsame Regelung habt, was den Umgang mit Medien angeht. Wird das Interview jetzt teuer für dich, weil du Medienpräsenz gezeigt hast? Also das steht nicht im Katalog. Im Katalog stehen nur Bilder. Bilder im Internet. Da das ja ein Video ist, zähle ich das mal nicht dazu. Aber die Mannschaft hat sich vor allen Dingen in der ersten Phase der Rückrunde einiges verdient. Und das, was sie sich verdient haben, das kriegen sie heute Abend von mir. Sebastian, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Sehr gern, vielen Dank.